Also ja, er hat eine Tochter. Ist naheliegend, dass er vielleicht wegen ihr hierher gekommen ist, nach Dwang Lake. Lake. You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Ja, damit hat er recht, weil Seelen sind in Dark Souls wirklich kostbar. Auch wenn man in Dark Souls 2 leichter Seelen kriegt, man braucht sie trotzdem. Equipment can be strengthened with rare ore stone. But such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Ja, er must have someone waiting back home. Er ist sich wahrscheinlich nicht so wirklich klar, dass alle hier Untote sind. Er eingeschlossen. Ihm sieht's man ja sogar richtig an. Drat. Und mehr hat er nicht zu sagen. I'll be around, if you make it back. Ja. Für den Speer brauchen wir jetzt eins mehr Geschicklichkeit. Und da ich es einfach mal kann, knacke ich auch meine Seelenbatterien auf. Meine Seelen auf, die ich hier habe. Und dann kann ich nämlich auch gleich ein paar mehr Geschicklichkeitspunkte. Jedenfalls die beiden, die kleinen hier. Die stolze Ritterseele hebe ich mir erstmal noch auf. So, und steig mal auf. Geschick. Geschick. Da sind wir auf 13 und dann stecke ich mal 2 in Konstitution. Dass wir einfach mehr Ausdauer haben. Besser rollen können und besser angreifen können. So. Jetzt kann ich hier den Speer ausrüsten und das Faustschild. Auch wenn das Faustschild nicht sonderlich groß ist. Deswegen nehme ich es einfach auf den Rücken. Wo es fast wie ein Helm aussieht. So. What? Ja, ich schon wieder. Ich möchte gerne meinen Speer ein- oder zweimal verstärken, je nachdem, wie es möglich ist. So. I'll be around. Gut. Jetzt haben wir mal eine ordentliche Waffe. Können noch ein paar Sachen ablegen, die ich jetzt nicht mehr so brauche. Und können uns wieder auf dem Weg nach dem Wald der gefallenen Riesen in die Festung dort machen. So, jetzt habe ich einen Speer. Und mit dem bin ich dann doch etwas besser unterwegs als mit meinem Schwert. Wie man jetzt gerade sehen kann. 2 Stiche und er ist tot. Und auch er hier dürfte etwas leichter zu besiegen sein. Au. Außer ich krieg sein Schild mitten ins Gesicht. Genau, er hat uns bemerkt. Au. Das ist nicht so gut, dass er uns von da oben so leicht bewerfen kann. Das wiederum ist besser. Und ja, beim Speer finde ich ziemlich cool, dass bei dem Standardspeer, dass der schwere Angriff so viel Schaden machen kann. Bei schweren schwer gepanzerten Gegnern. So, ich bringe die nochmal alle um hier. Einfach der Seelen wegen. Der Feuerwerfer da hinten. Und ja, jetzt hat man es gerade gesehen. Der zweite Schwertkämpfer, der weiter weg stand, hat weniger Schaden gekriegt als der erste.
So. Und er hier ist auch weg. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier vorsichtig runter. Da hinten sehen wir jemanden sitzen. Im Augenblick in der Luft, weil es noch nicht richtig gerendert hat. Ja, jetzt sieht man die Sandsäcke, auf denen er sitzt. Und hier wartet ein Entschießungskommando auf uns. Das hätte eigentlich den hier schießen sollen. Wollte aber wohl nicht. So, und jetzt kommen sie alle hier angelatscht. So, und sterben auch alle schön. Eine grüne Blüte. Ihn da hinten ignoriere ich erst einmal. Obwohl, wir können gleich mit ihm reden. Blauer Holzschild, große Seele eines verlorenen Untoten. Blauer Holzschild ist schon mal besser als unser jetziges Schild. Und sieht auch ein bisschen besser aus. So, wer bist du denn? Also wenn man ihn schon mal näher betrachtet, dürfte er einem ein bisschen bekannt vorkommen, auch seine Sitzhaltung ein bisschen. Und wenn man der Meinung ist, dass er eine Glatze unter seinem Helm trägt. Ja, ich werde später nochmal auf ihn anzusprechen kommen. Ihm werden wir nochmal begegnen. Übrigens, achtet doch mal auf seine Waffe. Hallo da. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Ja, er ist Schatzjäger, sagt er. Wir erinnern uns, in Dark Souls 1 gab es auch einen gewissen Schatzjäger. Und der so ähnlich geredet hat wie er. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see. And he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. Ja, und er sitzt direkt neben einer Falle, wem das nicht bekannt vorkommt. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Und ja, er will, überlässt uns diesen Schatz. Das hat die gewisse andere Person aus Dark Souls 1 auch getan. So, ihn lassen wir mal stehen. Ich will mich nämlich hier drin erstmal weiter umschauen. Hier ist es etwas dunkler. Sollte aber kein Problem sein. Ja, ich könnte theoretisch hier die Dinger abfeuern. Ja, kann ich auch. Und damit da hinten also die Luft jagen. Ja, versucht Hebel unter Freude voraus. Das bewerten wir doch mal. Hurra für Springen. Hm, nein. Hier ist eine Leiter, die nehmen wir auch. Und ja, hier ist es dunkel. Ich werde hier unten mal Licht machen gehen. Kann ich noch ein paar mehr von den Kerzenleuchtern anzünden. Das ändert ein bisschen was am Ambiente. Also auch den Leuchter neben ihm kann ich anzünden. Weil hier ist ja das Leuchtfeuer gleich. Was auch immer das gerade war, wahrscheinlich die Leichen, die runtergefallen sind. Da gibt es nämlich so einen Glitch, dass die Leichen, wenn sie neu gerendert werden, einen Meter über der Oberfläche respawnen. Und dann einfach runterknallen. Das sehen wir sicherlich vielleicht gleich, wenn wir hier runtergehen. Nö,
Die liegen alle noch da, wo sie hingehören. So, das heißt, wir zünden hier neben ihm die Fackel an. Gut. Und können hier drin die Fackeln anzünden. Hier oben ist keine. Aber hier unten ist eine. Und die beleuchtet hier ein großes Maul. Das ist einer vom Pharaos Wahrheitsverkündern. Und der braucht einen... Nee, das ist... Und der braucht ein Wahrheit... Ja, das ist ein Wahrheitswerk und der braucht einen Wahrheitsverkünder. Also ein Lockstone auf Englisch. Klingt besser wahrscheinlich als Verkünder. Das klingt ein bisschen hochgestochen. Und wenn wir den hier reinschieben... Und auch nur, wenn wir das machen, offenbart sich hier eine Geheimwand, die wir öffnen können. So, hier drin sind zwei Truhen. Manche sagen, das Zeug hier drin ist eigentlich nutzlos, aber gerade den Chlorantierring, den ich gerade gefunden habe, finde ich recht praktisch. Und auch eine Titanitscholle für später mal. So, Chlorantierring, den sehen wir, legen wir gleich an. So. Dadurch kriegen wir nämlich schneller Ausdauer. So, und die Truhe ist fies. Hier ist nämlich eine Falle drin. So, die schießt dreimal. Und die können wir auch blocken, wenn wir es wissen. Und da ist eine Titanitschärpe drin. Gut, hier ist noch eine Tür. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Und hier steht, versucht angreifen. Ja, das erste Mal stand ich hier ratlos vor der Tür, bis ich diesen so einen Kommentar gelesen habe. Also versuche ich einfach mal anzugreifen. Und schon ist hier einer so nett und öffnet uns die Tür. Oh. Der da ist jedoch ziemlich garstig. Wow. So. Weg mit dir. Flakon trinken. Also ja, man muss wirklich die drei Jungs hier provozieren, dass sie einem die Tür aufmachen. Sonst kommt man nämlich hier nicht rein. Nachricht lesen. Finsternis. Jo. So, hier ist noch was versteckt. Nämlich eine große Titanitscherbe und ein Lebensring. Und der Lebensring, den kennen wir ja, den hätten wir am Anfang auswählen können. So, wenn ich jetzt die Info anzeige, bringt er mir nochmal 20 zusätzliche, wenn ich den Ring tausche. Und hier bringt er mir sogar 50 Lebenspunkte mehr. Ist nicht viel, aber ist nicht schlecht. So, gehen wir mal weit wieder hier hoch zurück. Die hier sind alle tot. Und man hat es gerade gesehen, wie die Leichen runtergeplumpst sind. Ein bisschen. Die beiden hier sind übrigens auch tot. Die habe ich ja gerade in die Luft gejagt. Und sie sind sogar despawned. Vor dem Feuerwerfer da oben sollte ich mich allerdings in Acht nehmen. Genau, die sind garstig. Du stehst auf, deswegen töte ich dich, wenn ich es darf. Warum lebst du noch? So, und hier sind noch zwei Gegner, die auf den Baum einschlagen. Wow. Das sieht immer übel aus, wenn man mit dem Speer einen finishen tut. So. Weg mit dir, weg mit dir. Versucht dahinter. Ja, man hat dahinter schon was funkeln gesehen. Und ja, das hier ist auch so ein... Man sieht, dass es ein Riese war, dieser Baum. Leider passiert nichts. Genau. Große Seele eines verlorenen Untoten. Linkes Bein, aber rechtes Bein. Ja. Left leg, but right leg. Mhm. Okay, als nächstes klettern wir hier hoch. Denn wir können die ganze Gefahr hier unten, vor der er uns gewarnt hat, hier nachher leicht umgehen.
was schon ein bisschen lame ist. Und wir können hier eine leichte Armbrust einsammeln.